spielen, das heißt Polarlicht, habe ich es genannt. Hergelaufen und die ist 50 geworden. Jetzt haben sie das Interview, der geht es eigentlich ganz gut und dann war das Bild nochmal in der Zeitung und dann habe ich das erste Mal, glaube ich, den Mädel mal vorbeigeschaut und habe da hinten zwei US-Soldaten gesehen, die sind auch so unglücklich auch vor dem Detonation weggelaufen und dann habe ich mir so das erste Mal so überlegt, wie ist das eigentlich, wenn du jetzt so von Alabama kommst vielleicht da in die Staaten und warst immer auf dem Bauernhof und kommst dann in die Stadt und weißt nicht genau, was du machen sollst und lass dich bei der Army anstellen und plötzlich schaust, bist im Flugzeug und bist schon in Vietnam und kämpfst und weißt vielleicht gar nicht, um was es geht. Und darum wundern sie auch nicht, wenn jetzt aus so einer einfachen Volksmusik, was gebastelt hat, wo dann eventuell auch noch Kriegsszenario und Helikopter und so zu hören sind. Thank you.
erfunden, sondern selber zugeflogen oder ich hab's, bin auf musikalischer Wanderschaft gewesen und habe es dann aus dem Gebüsch raus oder sonst wo. Und die sind alle jetzt auf einer CD drauf, die ist also professionell eingespielt in einem Musikstudio, auch mit Gastmusikern. Den Fußball spielt dann jemand anders, aber so. Aber Personal wird ja auch immer däriger. Ich dachte, kriegst du sowas zu, gell? Und das letzte Stück, da möchte ich mich dann verabschieden, das heißt For Friends, für Freunde.